Hallo Freunde und willkommen zurück zu Lego Harry Potter. Ja, Hermine tappt schon ungeduldig auf dem Boden. Wir müssen einen Vielsafttrank brauen, was wir in der letzten Folge gelernt haben. Und anschließend können wir uns in Crab und Goyle verwandeln. Und Hermine sich natürlich in, nicht wie geplant, irgendeine Slytherin-Mädchen, sondern halt doch leider nur in eine Katze. Da ist natürlich mal gucken, was wir hier so alles anrichten können. Ja, das braucht man sogar. Wir wollen ja natürlich auch, guck mal, da oben ist die Kirsche, die brauchen wir doch. Wir wollen natürlich auch wahrer Zauberer werden, das heißt, wir müssen natürlich auch Ausschau nach Stats halten. Aber erstmal. So. Okay. Machen uns diese Dinger hier Schaden? Nee, die sind einfach nur eklig. Kann nichts bei passieren. So, wie kommen wir denn da hoch? Gar nicht. Sehr gut. Können da wahrscheinlich dran zaubern, oder? Okay, so funktioniert das also. Wie komme ich da jetzt? Achso, das geht nach einer Zeit wieder runter. Okay. Alles gut. Kurz gucken, ob hier nicht noch irgendwie. Nee. Da sind keine Stats versteckt. Da ist noch ein silberner. Aber das ist leider nicht so viel. Da will ich rein. Da ist ein blauer drin. So. Dann stellen wir uns mal hier drauf. Fahren das mal hoch. Da müssen wir jetzt einmal den Parcours schlecht hinlegen. Okay. Warum auch nicht? Nehmen wir. Was müssen wir mit dir machen? Ah, guck mal. Eine Blume. Daraus folgt dann. Ah. Frische Luft. Okay. Ist in Ordnung. Nehmen wir. Die nehmen wir sehr gerne, weil Stats und so. So. Da müssen wir wahrscheinlich noch von einem von euch beiden, ja, die Perücken klauen. Und mehr können wir hier noch nicht machen, erst im nächsten Schuljahr, also im späteren Schuljahr, wenn wir, wie auch immer der Explosionstrank heißt, Explosionszauber heißt, angehen können. Fällt gar nicht auf. Und jetzt können wir hier uns nochmal umgucken. Und das zählt jetzt plötzlich auch noch zum Level dazu. Wie soll ich denn da oben an die Stats kommen? Erstmal für Feuerwerk sorgen. So, irgendwas müssen wir mit den Fischen machen. Okay. Fisch Nummer 3. Wir bekommen. Bekommen wir was dafür? Ein Hufflepuff-Zeichen. Sehr schön. So. Kommen wir mal durch. Meine Stats. So. Noch mehr Feuerwerk. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da oben an die
Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Besen. Das würde das erklären. Oder sonst. Sonst weiß ich noch nicht, wie ich da dran kommen soll. Warum haben die eigentlich lebende Skelette hier in dem Slytherin-Kerker? Das ist bestimmt nicht gerade hygienisch. Ich will den goldenen. Danke. Oh Gott. Kann ich das wieder ausmachen? Nein. Verdammt. Den da wollte ich haben. So. Okay, kann die Leute ins Wasser schmeißen. Weil, warum auch nicht? Das haben wir schon. Look. Dann nehmen wir mal kurz Lumos hierfür. Du hast, was auch immer das ist. Was kriegen wir denn jetzt hier? Ja, nee, ist klar. Okay, dann weiß ich, wie wir an die Stats kommen. Du gehst jetzt wahrscheinlich erstmal hier wieder hin, ja. Okay. Und ein letztes noch. Sehr schön. So, die Frage ist jetzt. Was machen wir damit? Schlange irgendwie anzaubern oder so. Passt aus, Handy. Ja, ich kann die Schlange anzaubern. Warum hat das denn irgendwie nicht geklappt? So, wahrscheinlich taucht er dann hier nicht mehr auf. Die hat teilweise so Sachen im Maul für uns. Jetzt erst. Erstmal die Stats einsammeln. Ganz wichtig. Prioritäten und so. So, dann können wir uns hier jetzt den Ritter zusammenschrauben. Der was auch immer jetzt für uns tut. Wahrscheinlich. Ja, das Ding, die wir drehen, was wir nicht konnten. Ich mich wieder bewegen, ich will nicht, dass die Stats verschwinden. Okay. So. Okay. Ich hoffe, das Level geht jetzt noch ein paar Schritte weiter. Denn uns fehlt noch ein bisschen was bis zum wahren Zauberer. Was macht Draco da? Okay. Uns einen Tipp geben, wie wir in den Keller zu ihm kommen. Okay. Die Lampen sind's also. Dann, ne, näher an die Lampe ran. Ich vermute mal, wir können hier drauf. Ja.
Sehr schön. So, erstmal die ganzen Stats für uns. Lampen, vor allem meine Stats. Ja. Zwei Stück brauchen wir noch. Mal gucken, wo wir die finden. Okay. So. Vielleicht helfen wir so dem Schüler in Not. Ne, wir bauen ein Gemälde, würde ich sagen. Yep. Hallöchen, wer auch immer du bist. Ah, so helfen wir dem Schüler in Not. Na dann. Das ging ja gut. So, dann zwei Lampen brauchen wir noch da hinten. Aber erstmal. Aha. Ausgetrickst. Dürfte dann gleich schon reichen. Dann haben wir gleich den wahren Zauberer plus wir haben das Ding hier. Fisch. Was auch immer wir mit dem Fisch machen müssen. Okay. Wir brauchen den Fisch also. Damit wir das hier kriegen. Interessant. Na weg. So, da bin ich aber noch nicht durch. Schade. Verdammt! Verdammt! 99% wahrscheinlich. Ich hätte das Ding noch nicht aktivieren sollen. Ich dachte, da kommen vielleicht noch Stats raus. Und ich dachte, wir hätten da runtergehen müssen. Dann zu ihm. Ja, zumindest den Schüler haben wir. Schüler und Level abgeschlossen. So, und schon wieder haben wir Spinnen gesehen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Laufe dieser oder der nächsten Folge in den verbotenen Wald kommen. Guck mal, da ist unser Schiff immer noch. So, wo müssen wir jetzt diesmal hin? Was können wir hier eigentlich machen? Soll man da hochkommen? Können wir irgendwie später höher springen oder so? Okay, da kommen wir erst mit dem nächsten Schuljahr hin. Myrte. Erstmal kommt Myrte. Verdient. Stimmt, Myrte war Ravenclaw. Oh Gott, Bossfight gegen Myrte. Tu uns das doch nicht an, Frau. Ah, und direkt neues Level. So. Meins. Ist mal auf, Sachen nach uns zu schmeißen. Das tut weh. Böse Frau. Lustig ist, dass wir uns vom Prinzip her im gleichen Raum befinden, hier aber zwei unterschiedliche Level haben und demnach hier jetzt nicht den Schüler haben. Oder was auch immer wir da hinten freischalten können. So, erstmal natürlich die ganzen Stats mitnehmen.
schaffen. Au. Auch keine 1 von 2 oder so. Ich bin überrascht. Muss ich ja sagen. Na komm, schmeiß mal wieder. Au. Doch gedrückt. Ey. Voll erwischt worden. Ich will jetzt mal Ron erwischen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert, aber... Ich glaube, wir das irgendwie steuern können. Ich bräuchte mal irgendwie ein paar Herzen oder so, weil... Wenn ihr uns noch einmal trifft, sind wir halt hinüber. Okay. Mann, Frau, was auch immer, Geist. So, dann bist du jetzt wohl hier. Gut sagen. Ja, auf. Ja. Das hat uns voll zerlegt. So, zumindest den blauen will ich wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich hier genau mache, aber wir machen einfach mal. Komm. So. Voldemorts Tagebuch. Stimmt, das kam ja auch noch mal. So, da müssen wir wohl mal Tom Riddle hinterherlaufen. Für wie auch immer den Arm hier brauchen. Wahrscheinlich müssen wir gleich einen Trank. Hup, kann ich springen. Okay. Wir müssen die Ritter treffen. Gucken wir uns hier unten erstmal noch ein bisschen um. Weil wir müssen ja die Ritter treffen. Also, oh. Der hat sein eigenes Schwert im Kopf. Ist aber nicht so angenehm, glaube ich. Na, die da. Warum ist das hier eigentlich alles so schwarz-weiß? Das ist doch deprimierend. So. Nummer 1. Wir brauchen also einen Krafttrank mal wieder. Machen. Mal irgendwo was, wo wir wir können sogar als Tom Riddle spielen, das ist ja interessant. Okay, Tom Riddle ist also kein intelligenter Mensch. Wissen wir das zumindest schon mal. So.
Ahnung, was ich mit den Steinen machen soll. Ja, ich hab's verstanden. Mag's mich nicht. So, wir müssen uns ja irgendwie mal verkleiden können. Scheinbar. Ja. So. Machen wir das doch erstmal. Fangen wir damit an. So. Ich würde aber sagen, die Alraune nutzen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns, Freunde. Ciao.